Hallo, 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 hallo. Willkommen zurück zu Deponia. Und wir müssen immer noch lauter Sachen finden. Komisch, das Messer ist jetzt kaputt gegangen. Warum ist das jetzt kaputt gegangen? Also, ey. Wir brauchen irgendwas, mit dem wir die Chilischote holen können. Wir brauchen ein Wasser. Wir müssen irgendwie, ja, weiterkommen im Rathaus. So viel Zeug müssen wir. Und, ey, wartet mal, ich sehe hier gerade was. Das fällt mir gerade auf. Schaut mal her, hier oben. Und hier, warte mal, wir gehen mal kurz ins Rathaus. Die Dächer. Ja, tatsächlich. Das schaut aus wie die Dächer. Und wenn wir sprengen, gehen ja da, vielleicht hauen die ja dann ab. Wartet mal, das probieren wir gleich mal aus. Wo war denn hier in die Gasse? Genau. So, Sprengplan. Ah, und ein Gas haben wir auch, wegen dem Papagei. Ja, das können wir später probieren. Jetzt schauen wir erstmal, wenn wir da die Sprengung machen. Vielleicht gehen die ja zu ihren Häusern. Ist es hier oder hier? Wahrscheinlich hier, oder? Und sprengen. Hallo nochmal. Hi. Rufus. Achso. Mist. Bis bald. Tschö. Rufus. Genau. Ja. Nein. Hier, komm. Oha. Das Sprengsignal. Bams. Achtung. Sprengung. Der ist mir so sympathisch. Und, kommen sie vielleicht rausgerannt? Müssen wir wahrscheinlich zurückgehen? Ja, tatsächlich, die sind weg. Ist ja eigentlich cool. Hätte ich die 1 verdient. Aber die 63 tut's auch. Ja, die 63 bringt dir aber trotzdem nichts, weil immer noch der Wenzel mit der 62 dazwischen ist. Okay, wie kommen wir jetzt an Wasser? Wasser? Das Einzige ist entweder hier raus, da kommen wir nicht ran. Ach, wir haben ja... In Tonis Haus haben wir doch Blöre. Genau. Aber wir haben nichts zum Auffangen. Aber vielleicht können wir den Topf mitnehmen. Autsch! Verdammt, das ist ja heiß. Okay. Geht auch nicht. Ah, vielleicht kann ich endlich mal den Schwamm benutzen. Die Richtung, in die sich das hier entwickelt, gefällt mir nicht. Ja, und jetzt? Ah, nasser Schwamm. Sehr gut. Das probieren wir jetzt gleich mal aus. Wo ist in der Gasse? Genau. Und dann hier rein. Dann den Trichter vielleicht. Weil wenn wir den ausfringen, dann... Das ist schon mal keine Zutat für das Rezept. Ich finde, ich komme ganz gut voran. Okay. Dann vielleicht doch nur mit dem Schwamm? Komm. Da rein? Das ist schon mal keine Zutat für das Rezept. Ich finde, ich komme ganz gut voran. Ja, aber vielleicht dann so? Ich muss den Trichter erst irgendwo reinstecken. Ja, das mache ich doch die ganze Zeit. Komm, nimm den Trichter und steck's in den Tank. Das ist schon mal keine Zutat. Ich finde, ich komme ganz gut. Ja, klar. Na gut, vor lauter Frust nehmen wir jetzt mal den Ballon und machen das mal auf den Papagei. Der soll ja Gase entdecken. Deinem Papagei scheint es nicht gut zu gehen. Ach, oh, meine Hose. Er ist ja vollkommen ausgenockt. Wie sollen wir denn jetzt erkennen, ob gefährliche Gase austreten? Tja, die Warnlampe geht doch immer als erstes kaputt. Nimm ihn ruhig mit, wenn du willst. So nutzt er mir nichts mehr. Okay, wie jetzt? Wir nehmen mal einen Papagei mit. Und hier müssen wir auch irgendwie weiterkommen. Da oben? Ah, da ist was drin. Ach, das geht ja... Ah, na toll. Super, da geht's ja doch weiter. Ich habe bloß falsch gedrückt. Ah, cool, damit können wir die Dinger jetzt holen. Da ist eine Klappe. Da ist ein Loch in der Plattform. Da ist ein Loch in der Plattform. Okay. Ein Feuerlöscher.
Er ist so schwer, um ihn mitzunehmen. Aber halb so schlimm. Ich bin ja eh immer vorsichtig. Pack den mal da rein. Na, das geht auf einmal, oder was? Und ich kann das Ding nicht mehr sehen. Was machen wir jetzt mit dem Feuerlöscher? Er ist so schwer, um ihn mitzunehmen. Aber halb so schlimm. Ich bin ja eh immer vorsichtig. Ja, natürlich. Fußfessel? Gibt's nur die Fußfessel? Dann... Hier gibt's wirklich nichts anderes. Aha! Strike! Die Handschellen? Wofür können wir denn die brauchen? Und vor allen Dingen, dass das jetzt funktioniert hat, das war jetzt saumäßiges Glück. Ich kann mich an nichts mehr erinnern. Ich habe doch das Spiel schon durchgespielt. Mann. Komm dann. Schauen wir mal, was hier, wenn wir hier runtergehen. Wo kommt man denn da hin? Ah. Notfallstation. Gut. Genau, dann können wir... Verdammt nochmal. Was mache ich jetzt? Die war hier drin. Genau. Oh. Da ist ein Chamäleon. Wenn wir es hier hochdrücken, dann ist die Stange weg. Wie können wir die Stange da behalten? Da ist sie weg. Da ist sie da. Kann ich denn die Stange irgendwie festmachen? Nö. Geht leider nicht. Ja. Komm, jetzt holen wir erstmal die Chilischote noch. Die wir hoffentlich mit dem Asbesthandschuh bekommen. Komm. Hol ihn dir, du T-Shirt. Siehst du, was in dir steckt? Und können wir den Ofen ausmachen? Nein, können wir nicht. Spüle, Plörre. Boah, was für eine Plörre. Plörre. Nee. Mann, ich dreht auf der Stelle. Das kann doch nicht so schwer sein. Mal zum Wenzel nochmal rein. Wenzel! Gibst du uns, wo ist der Schwamm? Ach, da ist der Schwamm. Mit der Wünschelrute. Die Wünschelrute rührt sich nicht. Offenbar kennt sie nur klares Wasser. Hey, das ist mein Schwamm. Stimmt. Okay. Wieso können wir hier nicht aufmachen? Wieso? Ja, Kaminofen. Kommt, zünd den mal an. Du sollst den anzünden. Das sitzt auch so schon fest genug. Chilischote. Betäubter Papagei. Zahnbohrer. Besser nicht. Ich könnte ein Stromkabel treffen. Oder ein Wespennest. Oder mein Schulterblatt. Alles schon gehabt. Besser nicht. Oh. Ja. Ist ja gut. Ich will noch kommen. Wo waren wir denn jetzt noch nicht? Tonis Hütte? Alles klar, dann hau ich jetzt noch die Chilischoten damit rein. Und irgendein Aufputschmittel. Was könnte denn das schon wieder sein? Eine ganze Chilischote. Fehlt nur noch eine Zutat. Gewichte, was man halt... Eine Zutat fehlt noch. Jetzt lass mich doch mal kurz überlegen. Ein Aufputschmittel. Einen roten Vorhang, das Rezept, das Schild. Eine Wartenummer, die haben wir schon ausgetauscht gegen die 66. Der betäubte Papagei. Tonis Hütte? Nee. Erstmal zum Dorfzentrum. Ach komm schon, irgendwas muss man hier noch machen können. Das gibt es doch nicht. Komm, hau mal den Feuerlöscher wieder rein. Er ist so schwer, um ihn mitzunehmen. Aber halb so schlimm, ich bin ja eh immer vorsichtig.
Ich kann das Ding nicht mehr sehen. Pöh. Aber da ist doch irgendwas. Zellengitter. Kein Gitter der Welt kann mich aufhalten. Da, es hat sich bewegt, als ihr geblinzelt habt. Mit dem Zellengitter können wir da die Handschellen vielleicht... Da besteht benutzen? Keine Fluchtgefahr. Okay, vielleicht... ne. Nochmal hier runter. Die Stange müssen wir irgendwie festmachen. Vielleicht geht's dann kaputt oder so. Handschellen. Feuerwehrleiter. Ist ja ganz logisch. Wie jetzt? Handschellen? Feuerwehrleiter. Ach komm! Schweißgerät. Der benutzt ja gar nicht. Benutzt doch jetzt mal irgendwas mit der Stange. Geht nur das. Vielleicht mit dem Handschweißgerät das Schloss aufmachen? Wenn ich das zuschweiße, bekomme ich es nie wieder auf. Leute, ich glaube, ich brauche mal eine kurze Denkpause. Wir sehen uns in der nächsten Folge und ich hoffe, ich komme dann ein kleines bisschen weiter. Das ist ja zum Mäusemelken hier. Ciao!